Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Hero 2, hier bei Heisenberg Zockt. So, hier sind wir stehen geblieben. Wir wollen weiter nach Weißwasser. Falls sich jemand wundert, dass meine Stimme vielleicht ein bisschen komisch klingt. Ja, mich hat eine Männergrippe erwischt. Das heißt, Husten, tränende Nase, tränende Nase, genau. Tränende Augen, laufende Nase und so weiter. Deswegen, das Streamen ist jetzt erstmal ausgesetzt bis und mit Samstag. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, wie das aussieht mit Aufnehmen, aber das müsste gehen. Hier kann ich Schneid machen und tun. Also bitte nicht wundern, wenn halt mal ein Schnitt drin ist oder irgendwie, keine Ahnung. Ihr wisst ja jetzt, was los ist. Ist aber kein Drama, es ist halt einfach mühsam, das ist klar. Gut, also jetzt haben wir aber noch zwei, drei Sachen, die wir machen, bevor wir hier von Wittichenau weiterdüsen nach Weißwasser rüber. Nämlich in Wittichenau, ach, da sind wir ja gerade. In Wittichenau liegen zwei kleine Gleisstücke mitten in der Stadt. Echt jetzt? Wo liegen denn hier Gleisstücke? Wir gucken. Also eigentlich könnten die höchstens hier hinten sein. Hier haben wir ja rumgebastelt. Und das sind natürlich, wie soll ich sagen, zwei Gleisstücke in der Stadt. Das ist eine Strecke. Nein, da ist wahrscheinlich was anderes gemeint. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich hier irgendwo ein Gleis hätte. Also sonst gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Oder liegt hier irgendwo ein Gleis und ich sehe es nicht? Nein, also beim besten Willen nicht. Naja, vielleicht lag mal eins und dann wurde das da geschrieben. Was wäre das nächste? Heißt, jetzt stimmt die Buslinie in Ehrenfriedersdorf nicht mehr. Okay, die habe ich korrigiert. Offensichtlich sehr erfolgreich. Jetzt funktioniert es nämlich gar nicht mehr. Ehrenfriedersdorf. Haben wir? Ja, wo haben wir es denn? Das ist die Frage. Ehrenfrieder. Sonst muss ich dann schnell suchen. Das geht ja auch. Bin nur immer irgendwie ein bisschen zu faul, das hier zu öffnen und dann zu sortieren. In der Hoffnung oder im Glaube. Ja, das finde ich schon eher. Ja, denkst du, okay, machen wir es halt so schnell. Name, Ehrenfrieder, da könnte man nochmal klicken, dann wäre es hier oben. Da haben wir es. Zack, einmal dahin düsen. Ja, das hätte ich halt auch so finden können, aber eben. Gut, was haben wir hier? Die Busse, die stimmen nicht. Man reiche mir ein bisschen. Hier unten, zack, Linie. 7, 6, 8, 5, 11, 3, 13, 2, 14, 1, 9. Das müsste doch ungefähr, wenn man das so jetzt gerade sieht, halbwegs stimmen. Würde ich sagen. Was stimmt denn hier nicht? Die fahren hier lang. Hier wird ein bisschen komisch gedreht. Ja, wisst ihr was, das machen wir folgendermaßen. Wir machen hier Pause und machen das ganz einfach nochmal. Linie verwalten. Einmal den Eimer hier unten bemühen und Haltestelle hinzufügen. So, ist hier was dazugekommen? Eigentlich nicht. Weiß nicht, warum das nicht stimmt, aber ich glaube euch das natürlich. So. Jetzt müsste es aber eigentlich hinkommen. Also jetzt sind wir einmal außen rum. Hier dreht er ein bisschen. Das ist aber nicht so schlimm, das würde ich so lassen. Ich weiß nicht, warum er hier dreht. Eigentlich könnte er doch hier... Ach, die drehen halt sowieso. Die drehen hier auch. Naja, gut. Aber es ist eigentlich... Ja, richtig. Von hier nach da, Parkstraße, ist die nächstgelegene Bushaltestelle. Und von hier, von der Industriestraße, wieder zurück. Also das müsste jetzt schon passen. Können wir da Play machen? Die Frage ist, ob wir hier vielleicht irgendwie noch, ja, so einen Kreisel machen sollen. Nee, ich würde es lassen. Was haben wir als nächstes? Heisi, den Bahnhof in Wittichenau hast du mit einer Landstraße angeschlossen. Okay, zurück nach Wittichenau, den Bahnhof. Muss ich jetzt echt nochmal die Städteliste? Wo haben wir denn Wittichenau? Ich glaube, dort sind wir doch genau stehen geblieben. Das müsste in der Nähe von Weißwasser sein. Hier haben wir Hals, da haben wir Weißwasser, dann ist es hier hinten, ja. Okay, den habe ich mit einer ländlichen Straße angeschlossen. Wo habe ich den angeschlossen? Hier. Ist das eine ländliche Straße, im Ernst jetzt? Okay, da gucken wir schnell. Räschen, städtisch, zack, diesen, ändern. Ja, hier ist irgendwie keine städtische, ansonsten sind das städtische. Guck mal, Stadt, dann Straße und das ist schon blau. Das müsste also passen. Hier, die hier können wir mal noch. Ne, können wir nicht, sonst reißen wir dort die Hälfte ab. Das lassen wir. Das müsste aber auch passen. Vielleicht habe ich zuerst eine andere Straße gehabt. Das kann natürlich auch sein. Und dann hat die KI das geändert, weil sie hier eben bauen wollen. Das ist ja ziemlich im Zentrum. Gut, dann haben wir noch ein letztes. Und zwar schauen wir nach dem Getreide. Das quillt schon über am Bahnsteig, in der Nähe von Leer. Okay, wir suchen Leer. Das mache ich aber tatsächlich dann wieder so. Leer haben wir hier. Zack, 105 Einwohner, relativ klein. In den Kommentaren stand noch, dass das in der Realität doch ein größeres Städtchen ist. Das glaube ich natürlich. Getreide quillt über. Wo quillt Getreide über? Das müsste man... Ah, hier. Ja, quillt über.
Ja, doch, quillt über, habt ihr recht. Gut, wir sind zwar nicht wirtschaftlich unterwegs, aber dann würde ich sagen, ja, nochmal einen weiteren Zug rauf bringt hier nicht viel, weil der wartet eh auch schon. Weitere Wagen ranhängen, das sind halt die Stadler Butler. Wir können ja mal gucken, ob wir die vielleicht noch mal ein bisschen länger hinkriegen. Fahrzeug verwalten. Oh, hier sind aber ein paar drauf. Okay, ein Krokodil haben wir hier auch noch drauf. Okay, ja gut, dann wisst ihr das doch aber. Wie lang ist das Ding denn? Da stimmt doch was nicht. Hä? Das ist bis hierhin, sehe ich das richtig? Jawohl, hier in den Güterbahnhof rein. Ne, das ist die falsche Richtung. Ne, ist die richtige Richtung. Die Züge sind alle auf dieser Linie. Getreide Mission Williams, okay. Zustand sehr gut, das freut mich. Ja, mit weiteren Zügen können wir hier nichts machen. Ich werde trotzdem nochmal schnell gucken. Fahrzeug verwalten. Ne, das geht so nicht. Hier, Moment. Gehen wir da raus. mal dieses Fahrzeug ändern, genau. Und dann gucken wir mal. Jetzt aber nicht abstürzt. Dankeschön. Wir sind hier bei gut. Das würde für mich heißen. Wenn wir hier ganz runterdüsen. Die hier waren's. Da würde ich mal nochmal einen ranhängen. Oh, dann kommen wir zu mittelmäßig. Das wäre an Kapazität 20. Ich mache das trotzdem. Ändern wir. Ich hätte gerne die beiden noch geändert. Den hier weg. Den hier auch noch ändern. So, dann wären das 3x20 bzw. 4x20. Das sind wir schon bei 80 Einheiten, die wir mehr abtransportieren können. Und wie gesagt, es ist ja nun echt nicht so, dass wir wirtschaftlich spielen. Von daher hinzufügen. Zack. Von daher ist es nicht so wichtig, alles abzutransportieren. Allerdings, wenn wir es irgendwie machen können, ist es natürlich auch cool. So, ich hoffe, das passt jetzt. Ja, eine gewisse Länge hätte er. Fährt er jetzt hier schon rein? Was willst du denn hier? Sag mal, nein, nicht. Sobald man da was ändert, kriegen sie echt die Krise. Jetzt bist du auf der falschen Seite. Ich drehe dich gleich nochmal, sobald der vorbei ist, weil sonst kachelt er da rein. Jawohl, fast kachelt er rein. Der kann natürlich jetzt nicht weiter. Ja, jetzt haben wir eine Fehlermeldung. Logisch, wir drehen ihn, dann ist die Fehlermeldung weg. Und das ist halt Transportfieber. Das ist wirklich gut gemacht. Das Spiel merkt irgendwie, wenn etwas nicht mehr so funktioniert wie vorher, weil wir eben weitere Wagen rangehängt haben und reagiert dann entsprechend so, dass die Züge zu Geistern werden. Ja, das ist halt schon ordentlich, aber wir kriegen hier eigentlich einiges an diesen. Wir kriegen hier nicht mehr weg. Gibt's doch nicht. Züge ändern, sprich, dass wir hier leistungsstärkere Züge installieren. Das wäre eine Möglichkeit, aber auf der anderen Seite, ich bin eigentlich ganz zufrieden hier mit dem Stadler Butler. Das ist eigentlich gar nicht der Stadler Butler, sehe ich gerade. Was erzähle ich denn? Das ist eine andere Lokomotive. Ja, wir lassen es, würde ich sagen. Gut, dann haben wir aber im Groben, haben wir es jetzt, glaube ich, erledigt. Hier müssen wir halt ein Auge drauf halten. Weil das stimmt schon eben. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, dann wollen wir da natürlich auch mehr machen. So, wir wollen nach Weißwasser. Das war hier. Das heißt, wir sind hier stehen geblieben. Und wir düsen mal nach vorne. Weiter, das machen wir mit schnellem Gleis. Weil wir wollen ja die weiße Lady entsprechend noch haben. Jetzt habe ich, glaube ich, gestern noch gesagt, irgendwie wäre es noch nett. Machen wir es mal so. Wenn wir hier noch ein bisschen Richtung Wasser gehen würden. Sagen wir so. Ich baue das jetzt ganz bewusst ohne die Mod. So, und dann ziehe das Gleis hier manuell nach. So, warum? Ist eigentlich irrelevant. Weil ich es halt jetzt gerade im Moment lieber so mache. Weil es gibt halt, man weiß es ja, es gibt auch immer wieder Probleme, wenn man das so macht mit der Mod. Dann werden Gleise dort gelegt, wo wir sie nicht wollen. Dann habe ich wieder drei Gleise. Deswegen, ich mache das gerne bei wirklich prädestinierten Strecken, wo wir halt einfach einen Kilometer geradeaus gehen mit 300 km/h. So, jetzt ist aber wichtiger, wo wollen wir denn rüber? Wir wollen hier hin, nach Weißwasser rein. Oh, und Weißwasser hat natürlich noch keinen Bahnhof. Ja, da würde ich sagen, Hallöchen Weißwasser. Mit deinem doch schon relativ großen und schönen Hafen. Hier mit der Werft. Ja, sehr cool. Ja, vielleicht irgendwo hier hinten wäre nicht schlecht. Hier haben wir den Güterbahnhof. Den lassen wir so mal. Da hätten wir noch weitere Gleise, die rauskommen. Hier mit der Straße müssen wir dann vielleicht auch noch was machen, dass wir hier irgendwie eine Brücke installieren. Wäre wahrscheinlich besser wie hier der Bahnübergang. Bahnhof. Und jetzt halt irgendwie was Spezielles, weil es ist Weißwasser. Was haben wir hier? Den Hauptbahnhof Erfurt. Ich schnapp mir den mal. Den haben wir so, glaube ich, noch nicht. Wir haben
Hamburg-Elbbrückensteg, glaube ich, irgendwo. Ich habe halt immer ein bisschen durcheinander mit den Bahnhöfen, was wir schon haben und was nicht, weil wir auf der Streaming-Map natürlich auch immer wieder Bahnhöfe hinstellen. Kanschis moderner Hauptbahnhof, den haben wir aber definitiv noch nicht. Nein, den haben wir nicht. Den in Weißwasser nutzen, aber gerne doch. Mit 8 Gleisen, 400 Meter, Doppelbelegung keine, mit Weichen keine, zweiter Straßenanschluss gerne. Und jetzt mal gucken. Ja, ein Killerbahnhof. Allerdings vielleicht eher in die Richtung, dass das Hauptgebäude so ein bisschen Richtung Stadt guckt. Und jetzt ist die Frage, sollen wir den krumm machen? Oder in welchem Verhältnis sollen wir den hier hinhängen? Also zum bestehenden Güterbahnhof. Eigentlich wäre es nicht so. Das hätte natürlich einen gewissen Charme. Man sieht aber auch, das geht nicht. Wir haben dort Straßen etc. Und diese Fabrik, die kann ich nicht abreißen. Die steht hier im Dienste der Stadt sozusagen. Die produzieren hier tatsächlich Treibstoff. Vielleicht so. Dann kämen wir mit den Gleisen eigentlich hier noch durch. Hier ein bisschen Abstand machen. Moment, wo hängt das fest? Irgendwo. Ah, hier unten. Ich sehe es. Okay. Nee, aber hä? Ich kann da nicht näher ran. Warum dies? Warum das? Mit dem Abstand wird es gehen. Kann man machen. Da kann man noch eine Straße hier lang ziehen. Hier zwischendurch. Mach ich mal. Zack, wie sieht es hier hinten aus? Ja, das wird schwierig mit den Gleisen. Ich teste mal, aber wir können dort nicht in die Fabrik rein. Das wird nicht gehen. Ja, das ist klar. Das funktioniert nicht. Nicht nur die Gleise weg. Mit denen kämen wir raus. Nicht nur auf der Seite hier halt tatsächlich. Ja, ein Kopfbahnhof. Hier hinten hätten wir dann wieder die volle Möglichkeit, alles zu machen, was wir wollen. Ich würde das mal so machen. Lass mich mal gucken, was wir hier rankriegen. Also das Gleis geht nicht. Das geht auch nicht, aber das hier geht. Nicht nur hier 4 Gleise, die rausgehen. Oder können wir hier vielleicht sogar in die Richtung? Das würde auch gehen. Macht das irgendeinen Sinn? Da kommen wir schon auch raus. Da kommen wir nach hier hinten. Das würde ich sogar so bauen. Hier können wir wieder Fake-Züge raufstellen. Oh, ich habe euch... Apropos Fake-Züge. Oh, wenn ich jetzt noch wüsste, wo es war. Ich habe doch irgendwo noch ganz viele Dampflokomotiven hingestellt. Wir waren in Weißwasser. Das kann ich mir merken. Das ist kein Problem. Jetzt ist die Frage, wo war das mit den Dampflokomotiven? Oh, und wir haben natürlich noch dieses Problem. Eieiei, genau. Mit den Panzerzügen, die dort noch... irgendwie die Strecke blockieren. Ja, wir gehen mal schnell gucken. Ist jetzt natürlich blöd. Jetzt habe ich Dampflokomotiven hingestellt und weiß nicht mehr, wo das war. In Westerau? Nein. Naja gut, wir machen es anders. Wir suchen jetzt mal unsere Panzerzugstrecke. Das müsste die hier, glaube ich, sein. Jawohl, da ist sie. Okay. Hier, ich dachte gerade, da fehlt eine Straße. Nee, nee, da fehlt keine Straße. Das geht hier lang, hier nach vorne. Macht hier die Biege. Geht hier runter und dann ist hier, glaube ich, das Signal irgendwie zu nah. Das heißt, wenn der Zug hier wartet, dann hängt die Hälfte des Zugs hier in die Strecke rein und blockiert die Linie, die hier auch noch durchfährt. Das sehen wir hier gerade. Das müssten wir ändern. Dann müssen wir den Zug früher warten lassen, nämlich hier. Wobei, wenn der Zug hier wartet, dann haben wir den gleichen Effekt. Dann blockiert natürlich der wartende Zug diese Linie sowieso. Also müssten wir den weiter reinkriegen. Das kriegen wir aber nicht, weil wir hier das Ganze dann eingleisig haben. Da könnte man sich höchstens überlegen, ob wir ein bisschen weiter reindüsen. Mit dem zweiten Gleis. Ich gucke mal schnell. Sagen wir, wir machen die Weiche hier. Würde gehen. Die können wir ja wegnehmen. Bringt das was, ich denke schon. Wir sind jetzt schon wieder nicht ans Straßennetz angeschossen. Ach, unser neuer Bahnhof in Weißwasser. Okay. Ja, fahr mal rein. Wenn ich den jetzt wieder irgendwie ein Gleis wegnehme, dann haben wir gleich wieder ein Problem. So, ich mache mal kurz schneller. Kurzer Umbau hier, weil das stört natürlich schon den Verkehrsfluss, das ist klar. Also, ich mache kurz Pause. Dann kommt das weg. Das kommt da rein. Dann haben wir hier, zack, ein Signal. Ist das rechts? Ne, das ist links. Ich brauche rechts. Das haben wir hier. Dann machen wir das ganz weit vorne. Wenn wir jetzt Glück haben, dann reicht der Weg von hier hinten bis nach da. Das wissen wir jetzt noch nicht. Aber theoretisch müsste es eigentlich funktionieren. Da sieht man schon, da wird wieder... auseinander gefrickelt das Ganze. Ja, passt. Ja, jetzt sehen wir es ja bei ihm hier. Wie sieht das aus, wenn er hier vorne wartet? Ja, schwierig. Ne, das reicht. Guck mal. Er fährt noch, er fährt noch.
Jawohl, dann ist er hier von der Weiche runter. Das heißt, genau diese Linie hier. Die kann jetzt hier wieder frei fahren, ohne dass hier so ein Zug im Weg steht, wenn er dort wartet. Sauber, wie sieht es hier aus? Geht eigentlich auch. Würde ich sogar so lassen. Ist jetzt nicht so, dass wir das Fahrzeug durchfahren. Gut, dann hätte er das auch noch erledigt. Jetzt weiß ich aber natürlich immer noch nicht. War das in Buxtehude? Wo habe ich denn diese ganzen Dampflokomotiven hingestellt? Nee, Buxtehude war es eben auch nicht. Naja, irgendwo war es in Cuxhaven? Nein. Nee, hier auch nicht. Das muss irgendwo gewesen sein, wo wir letztens waren. Wo waren wir denn letztens überall? Naja, gut. Hier? Hier! Nein, doch, nein, das ist wieder was anderes. Genau, das ist mit diesem Depot. Aber hier habe ich auch Züge hingestellt, seht ihr? Krokodile etc. Naja gut, bevor ich jetzt 10.000 Stunden eine Stadt suche, von der ich nicht mal weiß, welche sie ist. Oder was in Heisenberg? Sieht die? Nein, auch nicht. Naja, irgendwo haben wir es. Wir werden sie wieder finden. Machen wir jetzt weiter, weil wir wollen ja nach Weißwasser rein. Gut, also Bahnhof haben wir hier gemacht, genau. Dass wir hier noch irgendwie so eine Art... Ja, auch, ich würde sagen, wie sagt man dem denn? Nicht Museumsbahn, nein, überhaupt nicht, sondern irgendwie halt ein Depot hinstellen. Ja, und zwar, wisst ihr was, das machen wir bereits. Ich möchte aber auch die Linie noch fertig machen. Ihr seht schon, was ich nicht noch alles machen möchte. Nee, ich nehme das hier ganz bewusst und mache davon mehrere hier hin. So, nebeneinander. So halbwegs parallel, nochmal ein bisschen drehen, zack. 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 Ja, und da müssen wir dran denken, dass wir hier natürlich... Ne, das können wir anders machen. Ne, können wir nicht. Ich dachte gerade, dass hier die Straße ja noch durch muss. Und habe für ein Momentchen überlegt, hier den zweiten Straßenanschluss zu kappen. Aber das hier ist der zweite. Dann ist der weg. Und der bleibt. Hier müssen wir irgendwie noch hier durch. Na gut, das kriegen wir noch hin. Aber dann machen wir das zuerst. Städtisch. Ja, ja, durchaus städtisch. Und zwar bauen. Irgendwie so. Das geht. Irgendwie geht's. Oh, echt? Jetzt komme ich hier nicht durch? Ich muss das zuerst bauen. Nicht, dass ich jetzt den Bahnhof nochmal verschieben muss. Halt, nein. Und nicht, dass ich jetzt ein Gleis legen will. Oh, seht ihr das? Hier geht's wieder. Eieiei, warum geht das denn nicht? Ist das zu nah dran hier? Da, zack, da haben wir gleich ein Problem. Hier geht's. Nein! Nein, geht tatsächlich nicht. Da ist das Teil zu nah. Ich könnte natürlich das nochmal kurz abreißen und mit dem ein bisschen... Ne, verrücken kann ich mit dem auch nicht. Hier ist ja der Bahnhof. Ich muss den hier nochmal neu machen. Weil ich habe die Straße vergessen. Und mir gefällt hat tatsächlich auch irgendwie... Wobei die Idee hier mit den Gleisen ist gar nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, mir gefällt hat auch nicht, dass wir dort tatsächlich nicht mehr rauskommen. Ja... Bahnhof. Ich brauche doch mal meinen Bahnhof. Wo ist er? Nein, falsch. Kanschis Modern brauchen wir. Den haben wir gut versteckt. Hier hinten. Drehen dich nochmal und bauen das eben so, dass wir A, dort mit den Gleisen durchkommen und B, hier noch eine Straße hinkriegen. Kriegen wir so eine Straße hin? Wenn ich das mit so Abstand mache, müsste das doch gehen. Machen wir es mal so. Jetzt bin ich gespannt, ob ich vorne mit den Gleisen plötzlich ein bisschen weiter durchkomme. Weiter rauskomme. So, nochmal Straße. Ne, das geht erst recht nicht. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt habe ich ihn ja noch näher rangestellt. Herr Heisenberg. Heieiei. So, ich bin aber auch die ganze Zeit wieder am Niesen machen und tun. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich schneide das natürlich raus, das ist klar. So, jetzt aber. Jetzt bin ich aber wirklich genug weit weg. Nicht ein Gleis, eine Straße, bitteschön. Ja, das klappt schon mal. Das klappt auch. Und hier irgendwie reinschwingen, das klappt auch. Sehr gut, dann haben wir den angeschlossen. In die Richtung können wir jetzt natürlich auch noch gehen. Weil wir die Gleise in dem Sinne nicht haben. Beziehungsweise, wisst ihr was, wir machen natürlich zuerst die Gleise, um zu gucken, ob wir nicht die Gleise vielleicht doch so nutzen müssen. Zwangsläufig. Ne, jetzt kommen wir raus. Ah, jetzt haben wir die Depots schon, wisst ihr was? Ein Gleis machen wir hier und das wird sich dann sozusagen vervielfältigen. Mach das mal hier hin. Ja, sehr gut. Das gefällt mir schon mal. Machen wir. Ich werde die jetzt aber noch nicht anschließen, weil ich möchte jetzt zuerst die Strecke tatsächlich fertig bekommen. So, hier raus. Nein, falsch. Hier brauchen wir das Gleis. Oder ich mache es anders. Ich schnapp's mir hier, gehe da rein.
Oh, oh, was war das? Das war wieder so ein Moment, wo ich gerade dachte, jetzt nippelt es wieder ab. Aber da nippelt gar nichts, wunderbar. Da richtig schön den Schienenstrang hier rausziehen. Und dann hier vorne mit Weichen arbeiten. Das war hier. Ja, ich würde sagen, mal erstmal nur in vier Gleise reingehen. Würde heißen, wir müssen hier rein. Oder wir gehen sogar hier rüber. Jawohl. Dann gehen wir von hier da rein. Und von hier gehen wir da rein. Würde passen. Dann machen wir hier natürlich die Doppelkreuzungsweichen. Und die Züge machen können, was sie wollen, wie sie lustig sind. Sehr gut. Müsste sogar halbwegs reichen. Also, die Ausfahrt haben wir. Das führt dann hier lang. Wir stehen jetzt aber immer noch vor dem Problem. Natürlich, dass wir irgendwo noch eine Brücke machen müssten, hier über den Fluss rüber. Und das ist halt kein Fluss, das ist ein See. Das wird also schwierig. Also, was heißt, wird schwierig? Wir können hier natürlich eine Brücke rüberziehen. Ich habe einfach das Gefühl, das sieht nicht gut aus. Was wahrscheinlich am besten aussieht, ist, wenn wir hier diese Brücke hier nehmen. Kann ich hier die Steinbrücke vielleicht nehmen, wenn ich andocke? Dann müsste ja eigentlich automatisch die Steinbrücke gemacht werden. Ja, guck mal, hier sieht es jetzt aber in Ordnung aus. Wenn ich andocke, dann stimmt sie. Das ist ja ganz interessant. Na gut, nur ich möchte hier die Steinbrücke eigentlich nicht haben. Das darf gerne irgendwie was Moderneres werden. Wir machen dich mal hier hin. Bisschen Höhe generieren. Hier vielleicht sogar über die Straße rüber. Hätte auch noch einen gewissen Charme. Ja, das wäre okay. Und dann, ja, durchaus was Moderneres. Das ist die weiße Lady. Die darf hier tatsächlich auch so rüberdüsen. Kann man das so machen? Parallel wäre es ja. Ja, okay, das machen wir so. Und dann mit einer Kurve nach da unten. Wobei, wir müssen es eigentlich schon sogar so machen. Ne, dann haben wir das Parallele nicht mehr. Wenn ich so baue, das wäre logischer. Aber ich möchte, dass das hier irgendwie mit dieser Steinbrücke in einem gewissen Einklang steht, von wegen, dass es parallel ist. Das wäre dann so. Ich baue es mal. Und dann schwingen wir eben so nach hier hinten. Und bleiben sogar auf der Höhe. Ja, weil ich wollte hier eigentlich auch noch rüber. Das geht aber interessanterweise nicht. So geht's. So geht's auch. Wo ist unsere Strecke? Die ist irgendwo da hinten, glaube ich, stehen geblieben. Ja, machen wir so. Das Zweigleisige fehlt natürlich noch, ist klar. Jetzt gehen wir aber runter. Hier ans Wasser ran. Nö, nochmal eins rauf. Nö, gehen wir da eins. Nö, gehen wir wieder eins rauf. Gehen wir ein bisschen später runter. Müsste eigentlich jetzt gehen. Jawohl. Und jetzt müsste doch hier hinten irgendwo ein Gleis sein. Von uns. Ui, das ist ja noch ewig weit. Bin ich hier falsch? Ne, da ist das Gleis. Na gut, dann bauen wir von hier aus nochmal. Gehen wir nochmal hier so irgendwie so ran. Gibt es eine Brücke? Es gibt allen Ernstes eine Brücke. Nein, das ist Käse. Warum gehe ich denn hier auch rauf? Ja, so ist in Ordnung. Schon wieder. Nein, Brücken werden nicht gebaut, wenn wir nicht müssen. Und ein Tunnel sowieso nicht. Nochmal ein bisschen. Zack. Das zweite Gleis mal noch mitnehmen. Eine Straße oder so haben wir, glaube ich, keine gekauft, so wie es aussieht. So, hier rein. Und jetzt müssten wir schon mal ein bisschen näher sein. Jawohl, hier hinten wäre es dann. Boah, guck mal, das klappt sogar. Jetzt ist die Frage, ob das richtige Gleis ist. Hm? Wir schauen mal. Weil auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, noch gar kein Gleis gemacht. Ich baue das jetzt einfach mal und zur Not werde ich natürlich entsprechend korrigieren. Ja, geht sogar. Hier einmal rüber. Geht auch. Und dann hier. Zack. Geht auch, so wie es aussieht. Wunderbar. Dann haben wir das tatsächlich zweigleisig. Und hier würde ich gerne auch noch mit der Brücke rüber. Wobei, jetzt müssen wir auch noch gucken, wie wir über die Gleise rüberkommen. Wo haben wir unser Gleis? Hier hinten, das ist also nochmal ein ziemlicher Weg. Nur hier durchdüsen. Ja, am einfachsten wäre halt, ja, dass wir die Brücke weiterziehen. Aber ich weiß nicht, ob das gut aussieht. Hier unten, da haben wir eine Autobrücke. Vielleicht hier mit der Zugbrücke noch rüber. Mit den Gleisen. Könnt ihr das irgendwie so machen, dass das noch was aussieht?
Nee, Moment, muss ich anders machen. Ich teste jetzt primär mal. Da dockt es an, deswegen kann ich die Höhe nicht verstellen. Moment, ich baue es erstmal so, damit ich dann eine Kurve machen kann. Nee. Gerne wieder modern. Okay. Ist ein bisschen zu hoch. Das darf, im Prinzip darf es gerne noch einen Punkt runter, würde ich sagen. Dann machen wir sogar mal zwei runter. Das so nehme. Und jetzt nochmal hier die Brücke nehme. Ich gucke nur, wie das aussieht. Das sieht gar nicht aus. Das gibt einen Fehler. So geht's. Wo war das jetzt? Hier. Wenn man hier so guckt. Ja, das gefällt mir. Hier so entlang der Brücke. Und dann hier rüber. Das ist doch cool. Mache ich gleich. Dann geht das hier noch über die Straße rüber. Geht dann aber hier langsam runter. Ja, auch sehr schön. Gefällt mir. Haben wir. Und jetzt müssen wir im Prinzip einfach nach da hinten. Irgendwie so. Und dann gibt es hier eine arge Kurve. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wie wir hier die Kurve hinkriegen. So wäre sie mit 100. Ja, oder ich muss die Straße kappen. Wir müssen hier nochmal einen Bogen machen. So, irgendwie so. Ja, ist okay. Und dann irgendwie hier so wieder runter. Das heißt, hier muss ich auch nochmal kurz kappen, damit wir hier durchkommen. Weil je mehr Schwung das wir haben, desto schneller können wir das Ganze natürlich bauen. Hier müsste ich rein. Das geht nicht, weil irgendwas im Weg ist. Ach, hier nochmal Sträßchen. Okay. Kriegt er wieder zurück. Keine Bange. So, jetzt müsste er nicht klappen. Jawohl, klappt auch tatsächlich. Wunderbar. Machen wir so. Wir nehmen das zweite Gleis mit. Und dann haben wir die Verbindung nach Weißwasser eigentlich fast schon. Die Straße müssen wir noch reparieren. Der Rest, der passt. Ja, naja. Okay, auch hier muss die Straße weichen. Das geht nicht. Wenn ich nachher noch rausfinde, was wir hier alles gekappt haben, dann bin ich zufrieden. Jetzt haben wir einiges an Straßen gekappt. Das ist halt, das muss man, anders geht es halt nicht. Jetzt haben wir noch ein Autosave. Aber das klappt sogar. Und jetzt irgendwie dort oben in die Gleise rein. Das klappt noch nicht. Sobald das Autosave durch ist, können wir. Na, jetzt. Jawohl. Auch mit Brücke. Oder sollen wir das mal aufschütten? Ich würde das sogar aufschütten. So, dieses zweite Gleis mitnehmen. Jawohl. Und schon haben wir das hier. Die Einfahrt in den Hauptbahnhof in Weißwasser. Finde ich nett. Auch mit den Windrädern. Hier natürlich die ganzen Fahrzeuge, die LKWs, die Züge, der Güterverkehr, den wir hier haben. Und jetzt haben wir hier oben in Weißwasser tatsächlich auch einen schönen Bahnhof. Und das mit relativ vielen Gleisen. Und das demnächst mit der Weißen Lady. In der nächsten Folge von morgen gibt es natürlich die Signale, die Streckenführung etc. beziehungsweise die Strecke einzeichnen. Und dann werden wir mit der Weißen Lady mitfahren. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gemacht. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.